Im Vergleich zur Radiologie gibt es in der Pathologie weniger gesetzliche Vorgaben an die zu benutzenden Monitore. Es muss sich dabei lediglich um ein Medizinprodukt handeln. Dennoch sind die Anforderungen, die man als Pathologe an seinen Monitor richtet, zweifelsfrei sehr hoch. Um herauszufinden, wie ein idealer Monitor in der Pathologie aussehen könnte, haben wir zahlreiche Gespräche mit Pathologen und weiteren Experten geführt. Dabei sind folgende Eigenschaften herausgekommen, die ein Monitor in der digitalen Pathologie mitbringen muss. Das naheliegendste Kriterium ist natürlich die Bildschirmgröße. Hier hat sich eine Größe zwischen 27 und 31 Zoll bewährt. Neben der reinen Größe spielt natürlich auch die Auflösung eine entscheidende Rolle. Eine hohe Auflösung sorgt dafür, dass das Bild schärfer und mit mehr Details angezeigt wird. Bewährt haben sich Monitore mit einer Auflösung von mindestens 4 Megapixeln. Bei größeren Diagonalen sind Auflösungen von 6 bis 12 Megapixel empfehlenswert. Da die Monitore in der Regel in hell erleuchteten Räumen mit viel Umgebungslicht eingesetzt werden, ist eine Mindesthelligkeit von 300 Candela empfohlen. Das entspricht ungefähr der Wahrnehmung durch ein herkömmliches Mikroskop. Damit einher geht auch die Anforderung an ein kontrastreiches Bild. Ein Monitor für Pathologen sollte mindestens über ein Kontrastverhältnis von 1000 zu 1 verfügen. Eine entscheidende Eigenschaft für einen Monitor in der Pathologie ist ein homogenes Bild. Allerdings ist von Natur aus kein Panel homogen. Diese absolute Homogenität muss man erst durch die individuelle Korrektur eines jeden Panels herstellen. Für eine verbindliche Farbdarstellung ist es wichtig, dass der Monitor den relevanten Standardfarbraum vollständig abdeckt, in diesem Fall sRGB. Jeder Monitor altert. Die Farben verändern sich, die Bildhelligkeit nimmt mit der Zeit ab. Damit Sie sich jederzeit auf eine absolut stabile Farbdarstellung verlassen können, ist es empfehlenswert, den Monitor regelmäßig zu kalibrieren. Ein eingebauter Kalibrierungssensor ist hier von großem Vorteil. Dabei wird der aktuelle Zustand des Gerätes analysiert und alterungsbedingte Veränderungen korrigiert. So sorgen wir dafür, dass ein Bild Jahre später noch genauso aussieht wie heute. Neben den genannten Eigenschaften sind natürlich die Langlebigkeit und auch der Service wichtige Punkte, die es bei der Auswahl der passenden Monitorlösung zu bedenken gilt. Zu guter Letzt ist auch eine leicht zu bedienende Qualitätssicherungssoftware ein wichtiger Entscheidungsfaktor.